So, Leute, okay, wir sind wieder da zu Golden Sun. Und ja, um es nochmal zu zeigen, ich habe Kiesel geholt das letzte Mal, mit dem ich jetzt direkt wieder verbinde. Bam! Ja, er hat uns alles toll erklärt und ich habe jetzt auch erstmal was zu erklären. Und zwar, ich werde ab jetzt... Ich habe es in Metroid Prime schon mal erklärt, ich erkläre es aber jetzt trotzdem nochmal. Und zwar, ich werde ab jetzt immer nur noch ein Spiel pro Tag hochladen. Das heißt, einen Tag Golden Sun, am nächsten Tag Metroid Prime. Bevor ich weitergehe, ich erzähle das nochmal, weil ich glaube, jetzt kommt ein Dialog. Nur noch, und zwar aus drei Gründen. Erstens, ich habe nicht mehr so viel Zeit wie vorher. Soll heißen, wegen Schule. In einer wichtigen Phase jetzt momentan, die jetzt anfängt. Und deswegen weniger Zeit. Und zweitens habe ich gemerkt, ich finde zwei Videos sind viel zu wenig für Golden Sun am Tag, denn man schafft in diesem Spiel, wo lange Dialoge sind, einfach viel zu wenig. Deswegen wollte ich drei oder vier Videos machen jetzt davon. Da ich das aber auch nicht einsehe, acht Videos am Tag hochzuladen, so viel Zeit habe ich gar nicht und so viel Lust auch nicht. Das heißt, Metroid Prime und Golden Sun dann zusammen, yay. Habe ich mir dann gedacht, nur ein Spiel am Tag, dafür mehrere Videos. Also jetzt zum Beispiel vier Folgen Golden Sun, halte ich jetzt vor. Ich lese gleich weiter. Und der dritte Grund ist, ich möchte auch den Leuten nicht zumuten, sich acht Videos am Tag reinzuziehen von mir, weil das sind über eine Stunde und das geht gar nicht. Okay, ich habe alles gesagt, ich lese weiter. Wir können keine Sekunde länger an so einem so ungefährlichen Ort bleiben. Wir kehren sofort nach Calais zurück. Wer das ist, erfahren wir später noch. Okay, so, wir haben Wave verlassen und direkt BAM, großes Chaos. Oh mein Gott. Meister Hammett, das ist schrecklich. Die Brücke dort wurde zerstört. Wir können nicht weiterfahren nach Süden. Oh mein Gott. Wie? Die Brücke? Oh mein Gott. Das ist fürchterlich. Wie sollen wir jetzt nach Calais kommen? Meister Hammett, ich mache mir Sorgen, weil wir Ivan zurückgelassen haben. So gern ich Ivan noch habe, es war seine Schuld, dass mein Stab gestohlen wurde. Und seine merkwürdigen Kräfte werden ihm helfen, den Stab wiederzufinden. Ivan hat merkwürdige Kräfte? Oh mein Gott, was passiert dort? Brrm, Rums. Oh oh. Wir müssen diesen gefährlichen Ort sofort verlassen. Aber wohin? Wohin sollen wir denn gehen? Uns bleibt keine Wahl. Wir fahren in Richtung Norden. Wenn wir nach Norden fahren, landen wir in Lumper. Immer noch besser, als von Felsbrocken erschlagen zu werden, oder? Da hat er recht. Okay, ja, sie fahren jetzt, nach Lumper. Wir allerdings nicht, denn wir machen was anderes. Wir gehen nach Vault. Ja, wir gehen nach Vault. Zack, Rums, Garrett, alles klar? Okay. Wir gehen nach Vault. Da sind wir. Vault. Yay, 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 yay. Und bald kommt wieder eine schöne Szene. Wir reden hier. Hallo, willkommen in Vault. Die Stadt im Herzen von Angara. Das ist übrigens dieser Kontinent hier, Angara. Diese Reisenden sind sehr überstürzt wieder aufgebrochen. Es schien beinahe so, als wären sie auf der Flucht gewesen. Hast du sie unterwegs gesehen? Ja. Nein, nicht Meister Hammett. Es war eine Gruppe von zwei Frauen und vier Männern. Es war schon ein wenig eigenartig. Das junge Mädchen und der ältere Mann sahen so aus, als wären sie nicht gerne mit den anderen unterwegs. Ja, wer das gewesen sein kann, wir wissen's. Richtig, es waren Jenna und Crayden, das heißt Satoros und Menadi waren hier mit den anderen, und Felix und Alex. Entschuldigst du uns etwa, Meister Hammetts Stab bestohlen zu haben? Puh, wenn du mich schon so fragst, ja. Hey, nur wenn wir neu in der Stadt sind, heißt das noch lange nicht, dass wir ein Haufen von Dieben sind. Abgesehen davon kannst du gar nichts beweisen. Jo, da hat er wohl recht. Tja, wir schauen uns nochmal ein bisschen in der Stadt um. Und warte, wo ist er denn, mein guter, da ist er ja. So, und wir treffen dort oben. Das ist, meine lieben Freunde, darf ich vorstellen? Ach, er wird sich wahrscheinlich selber vorstellen. Ja, ich besitze seltsame Kräfte. Ihr besitzt sie auch, nicht wahr? Wie? Meine Kräfte nennt man Psynergy? Das wusste ich nicht. Wir haben so viel gemeinsam. Ich fühle, dass ich euch vertrauen kann. Ich habe ein Problem. Der Stab von Meister Hammett wurde gestohlen. Würdet ihr mir helfen, den Stab meines Meisters zu finden? Jo, natürlich. Wir sind doch so freundlich. Haben gut drauf. Sind gut drauf. Vielen Dank. Mit eurer Hilfe kann ich den Stab sicher wiederfinden. Eure Namen sind... Switch. Isaac und Garrett. Ich bin Ivan. Freut mich, euch kennenzulernen. Ja, das ist der gute Ivan. Hm?
Fähigkeit, Gedanken zu lesen, hat euch ganz schön erschreckt, oder? Sie sagen mir vorsichtshalber gar nichts. Bin ich wirklich... Ist meine Gabe denn wirklich so erschreckend? Nein, keineswegs. Wir haben doch auch so etwas. Ivan und Isaac fassen sich an den Händen. Carrot will nicht. Meine Gedanken! Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Ivan! So, Isaac, konntest du Garretts Gedanken lesen? Ja. Genau wie ich dachte. Was? Du konntest auch meine Gedanken lesen, Isaac? Ich dachte mir schon, dass ihr meine Fähigkeiten übernehmen könntet, wenn wir unsere Psynergie vereinen würden. Ja, das können Adepten. Hey, das ist nicht fair! Warum wird hier nur mein Gedanken gelesen? Ja, Garrett. Du hast recht. Es ist nicht fair, nur deine Gedanken zu lesen. Ivan und Garrett fassen sich an den Händen. Haha, Isaac. Wow, ich habe es getan. Ich konnte deine Gedanken lesen, Isaac. Eine beeindruckende Fähigkeit. Lass uns mit Hilfe dieser Fähigkeit die Diebe finden. Eine Sekunde. Werden es denn die Leute nicht merken, wenn wir ihre Gedanken lesen? Oh, ich verstehe. Ihr zwei könnt sehen, wenn ich meine Psy-Energie einsetze. Sicher. Isaac, du und Garrett, ihr seid beide Adepten. Vielleicht ist das der Grund, warum ihr es merkt, wenn ich eure Gedanken lese. Alle anderen Leute werden gar nichts merken. Wir sollten uns deswegen keine Sorgen machen müssen. Keine Sorge. Ich werde nicht wieder in euren Gedanken lesen. Ivan gehört nun zum Team. Lass mich die Gedanken der Stadtbewohner lesen, um sie vom Stab, um den Stab zu finden. So, das ist, ja, ich stelle ihn euch nochmal vor, ein bisschen genauer. Ivan, der Windadept, Level 4, er ist mächtiger als wir, er ist doppelt so stark wie Garrett gerade, also jedenfalls von Erfahrung her. Ja, wie gesagt, er ist Windadept. Da, Windseher, seht ihr es, er hat momentan Wirbelwind und Blitzstrahl als Attacken und Geisterlaser, um die... Achso, Wirbelwind kann man übrigens auch außerhalb eines Kampfes einsetzen, aber naja, eher seltener. So, Geisterlaser dahingelegt. Und was ich jetzt direkt noch machen wollte, ich wollte mal die Schnappperlen, die Mama uns gegeben hat, ausrüsten. So, jetzt haben wir hier auf L... Ah, nee, Quatsch. Ach, Moment. Dann haben wir jetzt... So, hier auf L haben wir jetzt Verschieber. Seht ihr? Und auf R haben wir jetzt... Quicktime in... hier, Geisterlaser. Nee, das kitzelt. Von einem Jungen gekitzelt zu werden, finde ich nicht lustig. Okay. Perverse alte Opas schleifen in dieser Stadt umher... ja, wir nehmen den verdächtigen Mann uns mal vor, der hier oben war. Wir lesen seine Gedanken. Sieht so aus, als hätten wir den Verdacht geschöpft. Wir sollten die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Hatten wir schon. Nein, 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 kein Ding. Ha, ich wusste, du bist zu clever, um Gerüchte zu glauben zu schenken. Aber das waren nicht wir. Wir wissen überhaupt nicht mal, was gestohlen worden ist. Nö, deswegen sagst du auch gerade, weil Meister Hammels Stab gestohlen wurde, ne? Ist klar, Dude. Guck mal, Hund. Diebstahl mitten eines Vulkanausbruchs. Die Menschen scheinen Geld wichtiger zu sein als ihr eigenes Leben. Ja, das war ein Hund. Entschuldigt meine komischen Geräusche. Wir werden kurz etwas machen. Ich möchte euch etwas zeigen. Zeigen, zeigen, zeigen. So, wenn wir hier hochklettern, seht ihr das da hinter dem Busch? Klack, 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 Glocke, Glocke. Ja, das müssen wir machen. Wir können ihn allerdings jetzt noch lange nicht holen. Das dauert noch eine ganze Weile, bis wir diesen Gin holen können. Ja, das war der Erd-Gin Knospe. Der Venus-Gin Knospe war das. Den wir relativ, also nicht gegen Ende, aber das dauert noch eine ganze Weile, bis wir ihn holen können. Ich wollte nur mal zeigen, dass er da ist und dass wir damit lustige Sachen machen können. Okay, wir gehen jetzt jedenfalls hier weiter auf der Suche nach den Dieben. Ein Inn. Hallo, du da. Ein glühender Felsbrocken hat ein Loch an das Dach gebrannt. Immer muss ich mich um solche Dinge kümmern. Das Dach reparieren lassen? Warum soll ich einen Handwerker bezahlen, wenn ich selber mit einem Hammer umgehen kann? Tja, ja, 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 Leute. Jetzt muss ich aber erstmal überlegen, ich glaube, im Gasthof, war der im Gasthof? Im Gasthof waren sie? Waren sie im Gasthof? Gab es hier ein Obergeschoss? Ich glaube, hier gab es ein Obergeschoss. Da, lass uns einfach mal reingehen. Ja, hier gab es ein Obergeschoss. Okay. So. Und... zwei verdächtige Männer. Was wollt ihr? Sieht so aus, als hätten sie diese gruseligen Jungen dabei. Ich kann die nicht leiden. Halt die bloß fern von mir. Okay, wie ihr seht, wir können sie jagen, aber es bringt nichts, weil wir sie nicht kriegen. Egal, was wir machen, wir sind nicht schnell genug. Das heißt also, wir können ihre Gedanken nicht lesen. So, machen wir jetzt Folgendes.
Die verhalten sich irgendwie verdächtig. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber du kannst ihre Gedanken nicht lesen, wenn sie ständig herumlaufen, oder? Ja, logisch, Garrett, ne? Gibt es denn keine Möglichkeit, sie zu fangen? Hm? Vielleicht können wir drei sie umzingeln. Keine Sorge, das wird sicher funktionieren. Isaac, du übernimmst die Führung. Alles klar. So, wir sind wieder da und haben eine Taktik. Da Garrett steht am Ausgang. Hey, da sind sie wieder! Oh, sie wollen uns umzingeln. Garrett verhindert, dass sie rausgehen. Wir dürfen uns auf keinen Fall von ihnen fangen lassen. Und Yvonne und ich müssen jetzt die beiden fangen. Ich mache aber ganz kurz einen Schnitt, Leute. Bis gleich.